Ist es wichtig, beim Bewerben authentisch zu sein, oder ist es nicht besser, dass man, sagen wir mal, sich komplett auf den neuen Arbeitgeber einstellt und genau auf dessen Wellenlänge läuft? Ja, nee, ist eine richtige Frage. In der idealen Welt sagt ein Arbeitgeber, was er will, und der Bewerber überprüft, ob das zutreffend ist, und reagiert dann. In der nicht so genialen Welt wird ein Bewerber unter Umständen sehr tief suchen und seine Bewerbung so ein bisschen passend machen, aber die Deckungsgleichheit ist vielleicht ganz wenig gegeben. Ich denke, da verlieren alle letztlich. Der Arbeitgeber ist nicht ganz glücklich, weil er von mir so einen Blender hat oder jemand, der da schon sein Profil etwas frisiert hat. Aber letztlich wird der Bewerber selber auch nicht glücklich, weil wenn ich nur ganz wenig von meinem Potenzial hineinbringen kann, dann ist das auf Dauer natürlich auch nicht ganz förderlich. Und ergänzend vielleicht noch, wenn wir natürlich das Thema umdrehen, dann ist es so, dass bei dem verdeckten Arbeitsmarkt habe ich überhaupt keine Chance, nicht authentisch zu sein, weil da werde ich mich so präsentieren und positionieren, wie ich bin, was ich will, was ich kann, um dann eben entsprechend gefunden zu werden. Und da gibt es überhaupt keine Begründung, warum ich mich verstellen sollte, weil es gibt so viele verschiedene Kulturen, Arbeitgeber, dass es überhaupt keinen Sinn macht, um mich anders zu präsentieren, als ich eigentlich bin.